Heute geht es um Spider-Mans wohl bekanntesten Gegenspieler und einen der coolsten Marvel-Schurken überhaupt, Venom. Ja, quasi die größere, stärkere und vor allem bösere Variante von Spider-Man. Und weil der Schurke / Anti-Held so beliebt ist, hat er natürlich auch seine eigene Sammlerfigur verdient. Unsere Venom-Figur hat einen Maßstab von 1:10 und ist natürlich offiziell lizenziert. Und sie ist so wunderbar gearbeitet, ja. Sie hat so viele kleine Details, die so richtig schön ins Auge stechen. Das sieht man besonders schön an den Zähnen und selbstverständlich auch an der Zunge. Was ich auch besonders schön finde, ist, Venom hat ja so eine ganz krasse Dynamik, ja. Und ich finde, das kommt in der Figur ziemlich gut rüber. Da steckt total viel Bewegung drin, ne? Und das ist mir immer ziemlich wichtig bei so Figuren. Das Ganze hat übrigens eine Höhe von 13 cm, aber hier ist eigentlich die Länge entscheidender und die beträgt 24 cm. Und Venom hat auch drei ziemlich starke Magnete, also er steht auch so schon ziemlich stabil, aber für das Quäntchen extra Stabilität kann man ihn noch hier mit dieser mitgelieferten Base verbinden. Oder man klebt ihn einfach an einen Kühlschrank oder wie wir hier an eine Stehlampe. Einfach weil es geht und cool aussieht, beziehungsweise auch weil Venom ja die Fähigkeit hat, an Wänden zu haften. Die Figur wird übrigens in Einzelteilen geliefert und einfach nur zusammengesteckt. Da müsst ihr nichts schrauben und nichts kleben oder irgendwas. Und was ich besonders schön finde, ist, dass man einfach die Übergänge nicht so sieht. Es fällt nicht auf, dass es gesteckt ist. Es wirkt wie aus einem Guss. Warum Venom so ein besonderer Charakter ist, das sieht man schon so ein bisschen an der Entstehungsgeschichte, die ist nämlich ziemlich spannend, weil tatsächlich kam die ursprüngliche Idee von einem Leser namens Randy Schiller. Also offensichtlich wurde das von Marvel später noch total weiterentwickelt. Ursprünglich war das mal eher so als Upgrade für Spider-Mans Anzug gedacht. Aber ich wollte hier wenigstens erwähnen, dass Randy für seine, ja, für Marvel doch lukrative Idee sage und schreibe $220 bekommen hat. Daumen hoch! Was ist Venom eigentlich? Also prinzipiell handelt es sich hier um einen außerirdischen Symbiont und der braucht immer einen Wirt, um zu überleben. Und Spider-Man findet den in den Comics eher zufällig auf dem Planeten Battleworld, übrigens ein sehr cooler Name. Und er denkt erstmal, dass das eigentlich nur ein Anzug ist. Und erst später, durch die Hilfe von Mr. Fantastic, findet er raus, dass der Venom-Symbiont auch so ein eigenes Lebewesen ist, das nach und nach die Kontrolle über Peter Parkers Körper und auch über seinen Geist übernimmt. Deswegen muss er sich von ihm trennen. Das schafft er mit der Hilfe von Schallwellen, ja, ist eine der Schwächen von Venom. Und so schafft er es sich dann von dem Anzug zu lösen. Aber Venom überlebt und kurz darauf verbündet er sich mit Eddie Brock. Ja, das ist so ein Gangster/Reporter, dessen Karriere von Spider-Man ruiniert wurde. Und durch den gemeinsamen Hass auf Spider-Man wird Venom dann nur noch umso stärker. Dazu sei aber noch gesagt, dass Venom noch ganz andere Wirte im Laufe der Zeit hatte, ja, jede Menge andere sogar, aber der bekannteste und beliebteste ist mit Sicherheit Eddie Brock. Das soll als kleine Geschichtsstunde aber genügen. Jetzt gebe ich ab an euch, wie findet ihr Venom eigentlich und wo steht er so in eurem Ranking der besten Marvel-Schurken? Schreibt's bitte in die Kommentare.